Weiter geht's bei Super Mario 64. Im letzten Part sind wir stehen geblieben, im letzten Kurs dieses Spiels in Regenbogenraserei. Und da kommt jetzt die 100-Münzen-Mission unweigerlich auf uns zu. Also, okay, 8 rote Münzen stand zwar da, aber ja. Ich tue das bekanntlich mal wieder verbinden miteinander. Und sollen wir vielleicht hier erst ein paar Münzen einsammeln? Wäre eigentlich vielleicht gar nicht schlecht. Okay, der Parascheiger will noch nicht. Der hat gemerkt, dass ich mit der Stampfattacke ums Eck komme, deswegen hat er gleich mal Reis ausgenommen. Jetzt komm her, komm. Komm, 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 komm. Ach, komm. Okay, noch einen abwarten. Nein! Wenn ich früher die Stampfattacke ausgeführt hätte, dann hätte ich ihn noch erwischt. Jetzt, alle. Oh Gott, und ich habe eine, ja, gut, eine Münze verschwendet. Egal. Ist mir ein TikTok-Trauma auch schon passiert, deswegen da sehe ich jetzt keine Probleme. Sei denn, wenn ich jetzt hier runtergeflogen wäre. Aber das wäre auch, da wäre ich ja, ja, okay. So wie jetzt nämlich. Gott sei Dank, da passiert nämlich eigentlich nichts. Und da weiß ich gar nicht, war da ein extra Leben? Ja, es war nur ein extra Leben. Okay, komm, nehme ich mit. Für die Quote ein extra Leben. Für diesen Part. Und das Blöde ist halt, dass hier, ja gut, das war in Tic-Tac-Trauma eigentlich auch schon das Problem. Die Welt ist halt nicht so gut miteinander verbunden. Also, man. Wenn ich jetzt sag, ich will schnell halt noch irgendwie, wenn ich jetzt da hinten irgendwo bin, und ich sag dann, oh, ich habe hier was vergessen, dann ist halt wieder blöd, hierher zu kommen. Deswegen muss ich das halt irgendwie intelligent anstellen. Oder halbwegs intelligent anstellen. Ich nehme einfach mal die Münzen, wo es hier gibt, alle mit. Weil von dem Punkt aus, wo ich jetzt bin, komme ich eigentlich noch relativ gut, würde ich sagen, an die anderen gelegenen Stellen im Spiel. Und wenn ich. Na, egal. Ich wollte gerade sagen, wenn ich mein Steuerkreuz nicht so nach rechts bewegt hätte, weil ich wollte nicht so an der Münze vorbeispringen. Ja, und dann bin ich erst recht an der Münze vorbeigesprungen. Egal. Noch alles erträglich hier. Ein paar Fails habe ich schon gehabt im letzten Part. Okay, die Münze habe ich immerhin. Gott sei Dank bis jetzt noch nicht bei der Münzenmission, aber da habe ich ja auch noch keinen Versuch gestartet. Dementsprechend könnte sich das noch als, ja, knackig erweisen. Gebt mir die Münzen! So, von dem einfach nicht stören lassen, von dem Feuerspeier da. Weiter nach rechts mit uns. So, den Goomba. Da hinten gab es auf jeden Fall noch Münzen, aber ich gehe mal kurz da hoch. Ja, genau. Weil die will ich auch nicht verpassen. Die oder oben rumschweben. Aber wenn ich an den blauen Münzenschalter denke, wird es mir schon wieder schlecht. Und da hinten ist, ja, nur ein Stern, in Anführungszeichen nur, den haben wir schon. So, die bitte. Vielen Dank. Okay, das war nicht sonderlich von Erfolg gekrönt. Ich hasse diese Stelle da. Da bin ich auch schon im letzten Part die ganze Zeit runtergeflogen. Ja, und wieder nur 0 extra Leben. Das heißt, es schreit eigentlich nach dem Game Over. Es schreit eigentlich danach. Okay, mal was anderes. Soll ich vielleicht mit blauem Münzenschalter anfangen? Wie wäre denn das? Komm, dann nehme ich mal den Weitsprung wieder hier rüber, wie sonst halt auch. Aber gehe dafür dann nach da oben. Und probiere direkt erstmal die blauen Münzen. Weil ich glaube, wenn wir die größtenteils verpassen, brauche ich gar nicht weitermachen. So, weil das einfach zu viele Münzen sind, die man da verpasst. Lucky Two, komm her. Ganz genau. Bitte die Münzen! Ja, beide verloren gegangen. Ach, das geht schon wieder. Ja, es läuft wieder richtig gut. Gleich zu Beginn. Ein Weitsprung darüber. Ja gut, zwei Münzen, es geht, aber trotzdem. Das ist halt ärgerlich einfach. Das sind dann die, wo mir zum Schluss fielen. Ach komm.
115 Sterne, hey. Die letzten 5, aber auch die knackigsten, hey. Five minutes into the video, 5 minutes out of disaster. Oder into the disaster, scheißegal. Gut, ich habe schon gesagt, wo ich den Part begonnen habe letztes Mal, oder war es vorletztes Mal? Ich weiß es gar nicht, wie viel ich schon wieder aufgenommen habe. Dass wir das letzte Mal das Treppenhaus begutachten können. Jetzt wird es halt nochmal. Jetzt gibt es halt nochmal Treppenhaus, oder gab es jetzt nochmal. Aber gut. Ich glaube, rechts war es ja, gell? Rein mit uns. Ja, genau. Okay. 100 Münzen reloaded. Auf geht's. Vielleicht kriege ich ja diesmal dann die Lucky Tour Münzen. Gescheit. Ich weiß gar nicht, konnte. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich die. Ja. Der war jetzt. Oh Gott. Wo der herkam, weiß ich auch nicht so genau. Ich wollte eigentlich. Jetzt war ich mir nicht wieder sicher, welche Tasche. Aber mit B kann man doch, glaube ich, ja schneller diesen Mast hochklettern. Ich habe A gedrückt und bin dann abgesprungen und dann ist das passiert. Oder? So ist normal. Macht das einen Unterschied? Wenn ich jetzt B drücke? Irgendwie nicht. Ich dachte, man kann dann schneller hoch, aber ja, sei es drum. Ein Versuch war es wert. Die Leben, wie gesagt, sollen ja eigentlich scheißegal sein. Es hindert einen ja nicht im geringsten daran, hier irgendwie weiterzumachen oder so. Gib. Ja gut, eine Münze kann ich verkraften. Davor waren es ja zwei, immerhin. Eine davon. Noch eingesammelt. So, und wenn mich jetzt dieser Bob nochmal nervt, ey. Verpiss dich. So. Die Münze hätte ich aber gern, Dankeschön. Und da müsste auch eigentlich Buddy rumstehen, oder? Nein? Hey, ich dachte, der steht da. Wo war denn da die rosa Bombe? Wir brauchen doch die Kanone für den Kurs, oder nicht? Also für den jetzt vielleicht nicht, aber... Ich probiere es einfach mal auf gut Glück. Wandsprung, Action. Es könnte... Ja, genau. Bam, bam, bam. Ja, und das kann ich gleich schon vergessen. Ach, Mann, ich hasse es. Der Part beginnt Rage geladen, egal. Ja, man muss halt die blauen Münzen ganz einfach erwischen. Das kannst du sonst echt vergessen. Hier 100 Münzen einzusammeln. Okay, nochmal. Ja, man kann das... Also ich drücke jetzt gerade nochmal B, es bringt irgendwie nichts. Dann war das nur in der DS-Version, glaube ich. Da konnte man das irgendwie ja verschnellern. Dieses Hochkraxeln da an dem scheiß Pfahl. Okay, diesmal immerhin alle Lucky Two Münzen. Eine kleine Verbesserung aber nur. Wenn ich die blauen Münzen nicht bekomme, ich glaube nicht, dass man dann 100 Münzen erreichen kann, weil das sind einfach zu viele, die halt ausmachen. Und deswegen, man muss da ganz schnell hoch, da darf es keine Schwierigkeiten geben. Ja, scheiße, die Bob-Oms, die kann ich danach noch einsammeln. Ja. Ja, Mann! Was passiert hier eigentlich gerade? Das wird der nächste Game Over bald. Ach, Mann! Ich finde die bescheidenen 8 roten Münzen. So, nochmal bitte, nochmal. Ach, kann man sich was Schöneres vorstellen? Ich sag noch so, ja, TikTok-Trauma und so, aber irgendwie habe ich jetzt hier auch schon genügend Probleme. Eine Regenbogenraserei. Nein, das war nicht gut, das war nicht gut. Ja, okay, 2 sind, glaube ich, draufgegangen. Hoffentlich waren es nicht mehr, aber ich glaube, es waren nur 2, das geht noch. Wenn es auch trotzdem ärgerlich ist. Aber solange ich die blauen Münzen nicht einsammeln kann, bringt es eh alles zusammen nichts. Ich muss die blauen Münzen bekommen. Muss einfach. Muss. Anders geht's nicht.
Okay, keine Scheiße bauen. Nein! Ich hatte es doch! Ach, was soll denn das? Ich... tot. Ja, Mamma Mia, in der Tat. Ja, wieder mal in 10 Minuten Spielzeit gar nichts erreicht. Ach, komm. Ja, es bleibt nichts anderes übrig. Ich muss es bis zum Erbrechen. Muss ich es weiter versuchen. Komm. Irgendwann kriege ich den Dreh auch noch raus. So, erstmal wieder die hier. Die sind ja einfach. Lucky 2 bitte. Am besten wäre vielleicht in der Mitte von der Plattform, wenn ich ihn da erwischen könnte. Genau. Komm, 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 komm. Ja, die kriege ich nicht mehr. Hm. Ja. Allein schon. Na, egal. Nein, bitte nicht. Okay, das war jetzt. Wenn ich da jetzt gefällt hätte, das wäre aber mehr als eigenverschuldet gewesen, ohne Spaß. Und grundsätzlich ist es immer eigenverschuldet, aber manchmal macht auch das Spiel so scheiße nur mit. Komm, ihr nervt mal nicht, bitte. Nein, 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 nein. Verpiss dich doch, wie die nerven. So. Jetzt mal kurz konzentrieren. Wenn ich halt hier vielleicht direkt anfange, also weiter rechts vielleicht, dann laufe ich nicht so Gefahr, dass ich danach direkt runterfliege. Nein! Nein! Oh Gott! Was passiert denn da? Hier ist doch nicht schwer, Mann! Da ist Buddy. Öffne die Kanone, Kollege. So, und die ist auf dem Schiff. Und das ist dann, glaube ich, der letzte Stern. Komm, bevor ich mich jetzt wieder in den Tod stürze, mache ich halt den Stern. Wenn ich ihn schaffe, ja, wenn ich ihn schaffe. Es kann auch sein, dass ich auf dem Weg schon wieder drauf gehe. Mann, wie ankotzend das ist. Wie komme ich jetzt wieder da hoch? Niemand weiß es. Im Seitwärtssalto vielleicht. Wenn die Plattform wieder da ist. Ja, genau. Das hat schon mal funktioniert, immerhin. Ja, dann machen wir halt nochmal Teppich-Action und ich hoffe, dass ich mich nicht daneben schieße. Oh je. Regenbogenraserei. Bei mir konnte es mir gerade echt schon fast. Ja. Eigentlich konnte es mir genauso asozial gerade vor wie Tic-Tac-Trauma. Und ich habe eigentlich ja gemeint, das wäre der schwerere Kurs. Aber irgendwie kriege ich es beides nicht hin. Also. Schenkt sich nicht viel auf jeden Fall. Vom Nervenaufreibfaktor auf jeden Fall. Kommen wir von da aus, wenn ich jetzt da rechts lang gehe, aber ich glaube, das ist nur ein Troll, halt. Da kommen wir dann nur auf diese Plattform, wo sich so komisch dreht, aber weiter halt auch nicht. Kommen wir, ich warte einfach auf die Teppiche. Ist ja alles kein Problem, ne? Okay, also was haben wir gelernt? Die ersten zwei Umdrehungen komme ich so durch. Da muss ich nicht drüber springen. So, den auf jeden Fall halt. Die zweite dann, glaube ich, auch noch. Genau, da werden wir nur so ein bisschen klein gedrückt. Aber ab jetzt muss ich dann springen. Okay. Das hat schon mal ganz solide funktioniert. Genau. Und den noch? Ja, tatsächlich. Okay, aber jetzt soll die mich nicht weiter behelligen. Boah, hoffentlich klappt es, aber gab es hier eine Flughappy? Ich weiß es nicht, ob es hier eine Flughappy gab. Vielleicht auf dem Schiff? Das werden wir ja gleich sehen. Weil wir müssen uns von der Kanone aus, glaube ich,
nach darüber schießen zu dem Bomberman wieder, oder da müsste einer auf dieser Plattform rumstehen. Okay, einmal hoch bitte, ja. Da können wir uns ja erstmal hier umsehen. Da gibt es ein extra Leben und wir müssen zu dieser Plattform, die man jetzt links sehen kann. Gibt es einen einfacheren Weg darüber? Aber ich glaube, wir müssen die Kanone nehmen, gell? Es geht nicht anders. So, boah, bitte, 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 bitte. Lucky zusammen mich bitte nicht nerven. Oder vielleicht, wenn man ja einfach durch den Ring zielt, vielleicht reicht es schon. Nein, zu hoch, oder? Nein! Nein! Ich krieg ja gar nichts hin. Oh Gott, ich dachte gerade ganz kurz, ich lande noch auf der Plattform. Ja, Game Over, ich weiß. Ja, 16 Minuten, nichts erreicht. Okay. Egal, solche Parts muss es auch geben. Wobei, die gab es ja eigentlich auch schon genüge, wenn man so will. Wo irgendwie eher weniger so... wo es eher weniger funktioniert jetzt. Okay, aber dann weiß ich in meinem Bescheid, etwas niedriger zielen, dann ist das alles kein Problem. Ich habe dem Kreis halt nicht vertraut. Irgendwie habe ich mir gedacht, das ist da so dieser kleine Regenbogen, dieser Kreisel so. Und dann denkt man so, ja, ich ziele einfach mal mittendurch und es ist komplett das Gegenteil von dem, was man braucht. Deswegen habe ich so ein bisschen höher gezielt, aber man sieht, hätte ich einfach mal ganz kurz meinem N64-Modul vertrauen müssen. Komm, den mache ich jetzt einfach mal gleich zu Beginn. Was soll ich? Nee, komm. Wir machen... Ich probiere einfach nochmal 100 Münzen. Schadet ja nicht. Außer meinem Gemüt. Komm, mach dich nach oben. So. Die Münzen bitte. Und jetzt die vom Lucky zu bitte erwischen, ohne es runterzufallen. Das wäre geil. Gib. Ja, okay. Noch eine. Die habe ich. Perfekt. Das sieht schon mal nicht so schlecht aus. Ja, und ich renne irgendwie beschissen. Ich glaube, ich habe das auch vorher schon falsch gemacht. Wenn man in dem Sinn, also der Kreis da auf diese Plattform, die drehen sich ja. Und wenn man in der Richtung, in der die sich drehen, mitrennt, ist man natürlich doppelt so schnell. Als wenn man ja entgegengesetzte Richtung rennt. Und ich glaube, das habe ich vorher auch falsch gemacht und habe dementsprechend die Münzen auch nicht bekommen. So, die Kameraperspektive bitte. Und wisst ihr, was ich jetzt nochmal kurz mache? Virtual da bitte zu. Und nochmal neu starten. So. Dass es hier keine Diskrepanz gibt, bitte funktioniert. Bitte lasst es mich schaffen. Wenn es jetzt nicht klappt. Oh Gott, okay, es klappt nicht. Ja, dann mache ich jetzt halt dann doch nochmal einen anderen Stern. Wenn es mich auch ankotzt. Das kann doch nicht wahr sein. Ich werde doch diese scheiß blauen Münzen bekommen. Ja. So, Dreisprung. Und wieder rüber. Der sollte jetzt aber nicht mehr so ein großes Problem darstellen, weil ich weiß, okay, etwas niedriger zielen, dann ist es kein Problem. Aber dann muss ich ja halt trotzdem die 100 Münzen einsammeln. Es bringt alles nichts. Ach ja. Naja. Hoch mit uns. Und ab durch den Ring. Ja, wenn man den jetzt auch noch nicht weit und breit sehen kann, aber egal. Also, selbst wenn ich halt die, also wenn ich die blauen Münzen schaffe, dann hoffe ich halt, dass ich bei diesen höheren Sprungpassagen hier, dass ich da dann nicht noch drauf gehe. Weil wir müssen halt, wenn wir unten die Münzen einsammeln, dann rote Münzen, blaue Münzen. Naja. Das Problem ist, der rote Münzenstern spawnt halt unten auf dieser scheiß Plattform. Das heißt,
Ich muss halt, wenn ich mich davon wegbegebe, oh Gott, wieder irgendwie nach unten kommen. Und das könnte sich als Problem erweisen. Ja, okay, aber damit setze ich mich dann auseinander, wenn es dann gleich soweit ist. Jetzt muss ich erstmal den Stern schaffen. Boah, diese letzten zwei Kurse, die haben mir echt den letzten Nerv geraubt. Man merkt so vielleicht am Kommentarstil, mir bleibt so ein bisschen die Spucke weg irgendwie. Weil es dazu einfach nichts mehr zu sagen gibt, ja. Vor allem, weil wir haben jetzt ja auch den Kurs eigentlich bis zum. Ja, wir haben eigentlich alles von diesem Kurs jetzt auch schon wieder gesehen. Mehrmals, ja, weil ich ja hier so geil runtergeflogen bin überall. Okay. Nein, warum ischen die jetzt zu? Wollen die mich verarschen? Das kann doch nicht sein! Oh Gott, nein, 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 nein! Ja, ich dachte, wenn ich in der Luft bin, dann berührt mich diese Brise nicht so krass. Oh Gott, was tue ich denn? Ja, ich starte einfach den Part neu und tue so, wie wenn das nie passiert wäre. Nee, natürlich nicht. Gott, mir bleibt gerade echt. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Dann halt nochmal 100 Münzen. Action, bitte blaue Münzen diesmal einsammeln. Und, ja, der Rest sollte dann eigentlich folgen, weil dann. Wenn ich mich jetzt nach links begebe, kann ich halt direkt wieder mit Buddy sprechen. So gesehen die Kanone oben öffnen. Das war durch den Game Over, deswegen ist die nicht mehr offen gewesen. So ein scheiß Fehler, hey. Wäre ein Fehler, ist er nicht, aber habe ich halt nicht bedacht. Ja, okay. Ja, komm. Stell dich nicht an. Bob-omb, ohne Spaß. Explodier. So, die Münze noch. Der bitte auch kleiner weg. Wobei, also wenn ich mir so recht überlege, da oben da noch ein Lucky Two, auf dem Schiff gibt es noch Münzen. Also eigentlich so wenig sollten es nicht sein, aber ich schätze trotzdem, dass diese blauen Münzen, die machen einfach zu viel aus. Boah, Wandsprung, hey. Nein! Sollen wir es probieren? So, ich habe schon einige ausgelassen. Boah, hoffentlich reicht es. Komm, Buddy, gib mir die Kanone bitte. Wie viele haben wir jetzt verpasst? Drei oder vielleicht sogar vier? Oh, keine Ahnung. Bitte. Ah, fuck. Ja, komm, die roten Münzen zumindest gleich mal einsammeln. Das wäre schon mal von Vorteil. Oh Gott. Die machen dann 46. Aber reicht es? Wird es reichen? Wenn es nicht reicht und ich mache mir jetzt die Mühe umsonst, dann. Oh Gott. Ja, aber selbst dann komme ich halt auch nicht drum rum. Ich muss es versuchen jetzt. Es sei denn, ich sterbe halt schon hier, ne? Komm, gib mir die Plattform. Hey, hätte er sich nicht festhalten können? Okay. Wieder hier hoch. Obwohl, bringt es überhaupt was, wenn ich es von da aus starte? Ja, doch, ich glaube, das geht schon. So. Dann hier rum. So, da gibt es noch eine. Da, wo der scheiß Feuerspeier ist. Dann darunter. Mit dem Weitsprung kommen wir da, glaube ich, am besten rüber. So. Mit dem gleichen auch wieder darüber. Gott. Ich habe echt so Schiss, dass ich jetzt mir so viel Mühe gebe hier und es reicht dann nicht. Wir werden sehen. Es muss jetzt einfach eine Entjungferung geben. Weil ich glaube, so habe ich es echt noch nie probiert. Ich habe immer diesen blauen Münzenschalter halt mitgenommen. Dementsprechend, es macht ja auch Sinn. Vor allem, ich habe es halt bis jetzt auch eigentlich immer irgendwie hinbekommen. Irgendwie jetzt gerade. Vielleicht liegt es auch am Aufnehmen, ja.
das nebenher kommentieren halt. Aber komm, scheiß drauf, keine Ausreden jetzt. Die Musik macht es leider halt auch nicht besser. Die ja hier so auf spaßig angelehnt ist, weil es ja so viel Spaß macht hier. Okay, die hätte ich jetzt fast vergessen. Okay. Man kommt halt auch irgendwie... Ja, perfekt. Man kommt halt auch irgendwie anders da nicht hoch, gell? Ey! Hätte es nicht noch reichen können? Ja, okay. Ich mache mal meinen Rückwärtssalto da nochmal hoch. Und dann auf die Platte. Ja, okay. Das geht irgendwie nicht. Da muss ich, glaube ich, von der anderen Seite kommen, dass das funktioniert. Okay. So. Spring doch dann. Aber ich glaube, wenn ich auf dem Bauch bin, geht's halt nicht. Dieser Dreckswandsprung, hey, ohne Spaß. Okay, so hat es schon mal funktioniert. Ach, herrje. Dann mal darüber wieder. Okay, ich gehe mal auf diese anderen Plattformen. Okay, die Münzen habe ich immerhin noch nicht eingesammelt. Das heißt, da habe ich dann quasi noch ein paar mehr. 54. Bitte lass es reichen. Bitte lass es reichen, ohne Spaß. So, diesmal habe ich es mal richtig gemacht mit dem Sprungkick, dass ich mal keinen Fallschaden bekomme. Komm her, Shy Guy, ich brauche dich. Dich und deine Münzen. Komm, hier bin ich. Ja, greif mich an. Okay. Die haben schon mal funktioniert. 60 Münzen haben wir jetzt. 61 sogar. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Scheiße. Okay, jetzt gucke ich auch mal. Da unten waren da nochmal Münzen. Ne, es war nur ein Extra-Leben, gell? Ich habe es davor schon gesehen. Okay, ein Extra-Leben nehme ich halt mit. Wie vorher schon. Eins für die Quote. Aber es sieht, also 40 Münzen scheint mir nicht unmöglich zu sein, ehrlich gesagt. Es scheint mir nicht unmöglich zu sein, aber ja, mal schauen, mal gucken. Es bleibt nichts anderes übrig, außer das auszuprobieren jetzt. Okay, 65. Noch die unterste. 66, dann gab es ja weiter oben auch noch ein paar... Da haben wir den Lucky Tour auf dem Schiff, auf dem auf dem Schiff gab es dann noch so einen Münzkreis, das sind dann auch wieder ein paar. Hier auf meinen Lieblingsplattformen, die sich bewegen, die Dreckschweine, gibt es da auch noch ein paar Münzen. 1, 2, 3, 4. So, darüber 70 Münzen, es könnte klappen. Ich glaube, es könnte echt klappen. Bitte. Oh Gott. Ein Goomba nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Die lasse ich mir nicht entgehen. Gab's da? Ja, natürlich, da gab's auch noch ein paar. So, Dele. Bitte nicht runterfliegen. Ja, komm. Ja, komm. So, den Holzbalken. Dann da hoch. 76. Uff, aber wie kommen wir denn da wieder rüber? Wenn ich jetzt da nach hinten gehe, da komme ich doch nicht mehr weg, oder? Komme ich da wieder hin? 'Sieht so aus, wenn es noch funktioniert hier. Okay, 81, das sollte doch machbar sein, oder? Kann ich da runterspringen, dass ich das abkürzen kann? Okay, das hat noch geklappt. Da mal... aufs Schiff rauf. Boah, das sieht so knapp aus. 19 Münzen. Wie viele gibt ein Lucky 2? Gibt der 10 Münzen? Nee, oder? Weniger, wahrscheinlich 6 oder sowas.
Ich bin mir auch nicht sicher. Gott. Was ist hier für ein... Warte, meine Frage. Da hinten, wo wir das immer geskippt haben, gibt es da Münzen? Weil dann würde ich vielleicht... So, das genau, da lang gehen. Und hoffen, dass ich halt da nicht drauf gehe. Gab es da Münzen? Da gab es Safe-Münzen. Ja, genau, die will ich mir nämlich nicht missen. Bitte. Komm, ich spring schon mal rüber. Sammeln den ganzen Bums hier ein und schnell wieder zurück auf den Teppich. Dann schnell wieder auf die Plattform, dem Feuer ausweichen! Nein! Nein! Okay, da bin ich wieder. Ich habe es jetzt bis hierhin nochmal gespielt. Und was ist natürlich? Direkt im First Try schaffe ich natürlich die blauen Münzen. Aber man muss noch dazu sagen, die letzte blaue Münze, also ich hatte jetzt 94 Münzen, sammel dann eine ein, hab 99 und dann ist wirklich vor mir noch eine blaue Münze, die mir quasi einen 100 Münzenstern gegeben hätte und die erwische ich natürlich nicht. Und dann musste ich nur wegen dieser einen scheiß blauen Münze jetzt den ganzen Drecksweg hier mit dem Teppich wieder hoch zum Schiff fahren und die roten Münzen habe ich übrigens auch eingesammelt. Aber ich weiß gar nicht, ob ich den Stern jetzt gern einsammeln will, weil um den roten Münzenstern einzusammeln, müsste ich halt wieder, oh Gott, wo ist es denn? Komm, bevor ich jetzt da irgendwie runterfliege. Aber ja, ich müsste halt wieder nach ganz unten dahin und den roten Münzenstern halt dann einsammeln, weil das sich halt ganz einfach da befindet. Aber weil ich jetzt eh schon beim Schiff oben bin, mache ich es halt so. Ich sammle jetzt die letzten Münzen ein und hoffentlich sterbe ich jetzt nicht, weil sonst kriege ich echt einen Nervenzusammenbruch. Und dann schieße ich mich mit der Kanone einfach darüber und sammle den Stern ein. Und dann müsste eigentlich alles im Lot sein. So, im Weitsprung hier rüber und perfekt. Danke Gott, dass es endlich auch hier funktioniert hat. Nicht nur in Tic-Tac-Trauma, sondern halt auch in der Regenbogenraserei. Jetzt gib her, bevor noch irgendwas passiert. Gott sei Dank, der 100-Münzen-Stern. Das war vielleicht eine Geburt. Und jetzt noch halt mit der Kanone rüberschießen und bitte keine Kapriolen jetzt machen. Keine Kapriolen, Rüdiger. Jetzt nur, ja, durch den Kreis durch. Ich habe letztes Mal, glaube ich, so hoch gezielt. Ich mache einfach mal den jetzt und hoffe, dass es reicht. Nein, aber doch. Guckt euch das an. Ganz oben an dem scheiß Stäbchen hängen geblieben. An dem Mast. An dem Stäbchen. Ja, bei Bomberman hätten wir auch noch ein paar Münzen. Die brauche ich jetzt aber nicht mehr. Und der soll mich bitte in Ruhe lassen und nicht schmeißen. Okay, der ist, glaube ich, gerade im Anflug, aber nicht zu mir, sondern Gott sei Dank in die andere Richtung. Und damit Stern Nummer 117. Gott sei Dank ist es geschafft. Ich würde sagen, der Part geht jetzt, glaube ich, schon lang genug wieder. Ich mache dann den letzten Stern hier in der Regenbogenraserei plus... Obwohl... Komm, ich mache jetzt noch den letzten Stern der Regenbogenraserei in diesem Part. Deswegen mal am besten keine Zeit verlieren. Es ist ja nur noch der rote Münzenstern, der geht ja eigentlich. Da gibt es ja weniger so gefährliche Passagen. Also es sei denn halt, man muss halt den blauen Münzenschalter korrekt betätigen. Aber ja, der sollte eigentlich noch gut möglich sein. Danach die zwei letzten geheimen Sterne des Schlosses. Mit inbegriffen dem Endbosskampf gibt es dann im nächsten Part oder im letzten Part dann sogar von diesem Projekt. Es hat lang genug gebraucht und jetzt, ich habe gerade kurz stocken müssen, weil ich gedacht habe, jetzt fliege ich da noch runter. War Gott sei Dank nicht so. Und eigentlich, das war eigentlich dumm, wie ich das gerade veranstaltet habe. Ich hätte eigentlich auf der gelben Plattform besser bleiben sollen. So, nochmal rote Münzen for the win, bitte ohne... ja gut, das Einzige, was man hier wirklich... großartig noch verkacken kann, ist halt, dass es ein bisschen länger dauert. Aber man kann hier jetzt nicht wirklich tödlich fallen, ja. Also nicht, ja, nicht richtig halt. Nur ein bisschen Schaden nehmen. Aber die Plattform ist ja nach unten hin zumindest zu. Das heißt, da können wir zumindest nicht sterben. Komm, gib mir nochmal hier. Plattform-Action. Und dann hier drauf. Ja komm, dann mache ich direkt die mit dem Weitsprung. Jawohl. Und nochmal einen.
Nummer 3 war das erst? Krass. Ich dachte, wir hätten schon mehr. Ich passe immer nicht auf, welche Zahl da kommt, außer jetzt gerade halt vielleicht. Nummer 4. Ach man. So. Und mit dem Rückwärtshalter mache ich das einfach. Genau. Nummer 5. Nummer 6. Und jetzt bitte den Doppelsprung gescheit hinbekommen. Ja, genau. Nummer 7. Und jetzt die letzte. Ganz genau. Die 8. rote Münze, die uns von Stern 118 getrennt hat. So. Und her damit. Endlich ist es geschafft. Ist ja kaum zu glauben, ich hatte Schwierigkeiten mit so einem leichten Level. Ja. Finde die 8 roten Münzen. Damit ist Regenbogenraserei und alle 15 Kurse, alle regulären 15 Kurse dieses Schlosses abgeschlossen vollständig. Das bedeutet, im nächsten Part ist dann wirklich, sollte dann wirklich Endzeit sein. Ich würde sagen, ja, dann beende ich den Part an der Stelle. Ich hoffe, es hat euch bis dahin mal wieder gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also macht's bis dahin gut und ciao.